Und da sage ich mal, grüezi miteinander und herzlich willkommen zurück zu F1 2021 in der Zweispielerkarriere mit dem Joker. Hallo, der Michi. Und der Kenny ist auch wieder zu Gast in der Konfi. Tag. Und wir sind beim 10. Saisonrennen in Monza, Italien. Und ich denke, da muss jetzt was gehen. Was habe ich hier noch offen? Die Rennstrategie. Da gehen wir doch gleich mal rein. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Und ja, da muss jetzt wieder was gehen. Holland war leider für mich das erwartete Desaster. Beim Joker haben wir ja auch gesehen. Wir haben es ja auch aus der Außenperspektive vom Joker gefilmt. Unglücklich gelaufen, oder Joker? Ja, also Punkte wären da drin gewesen. Aber sollte nicht sein. Nicht in Holland. Die Holländer wissen, dass du Verstappen nicht mehr so sympathisierst, dann haben sie verhindert, dass du Punkte holst. Die Ja, das habe ich Orange. schon selber. Das habe ich schon selber gemacht. Ja, da hast du die eine Kurve, da bist du zu weit rausgekommen und da hat es dich aber da waren auch viele Stellen, wo es mich zerlegt hat. Da hat unter anderem auch der Mick Schumacher mit beteiligt, dass das Rennen nicht lang ging. Aber gut. Holland war zu erwarten. Monza dagegen, das läuft besser. Vorhin war ich, glaube ich, Zweiter in dem Training. Also das sollte eine Strecke sein, wo mal wieder Punkte drin sind. Ob es ein Podest wird, weiß ich noch nicht. Etwa die erste Kurve hattest du vorhin gemeint. Da Im rutsche ich, Rutschen. aber das habe ich bei dir vorhin auch gesehen. In dem Ja. ersten Training, dass du da auch weggerutscht bist. Die Ascari, da muss man auch noch aufpassen, wenn man sie schlecht trifft. Dann kann man hier an der Stelle auch rausrutschen. Aber ansonsten sollte der Kurs machbar sein. Und die nächste Strecke danach, die wir heute nicht mehr aufnehmen, aber die wir nächstes Mal aufnehmen. Russland, das war auch eine Strecke, da bin ich auch mal gut zurechtgekommen. Bevor dann Japan kommt, das war im 20er nicht so geil. Und Mexiko, da kriege ich auch noch das kalte Grause. Das war auch immer so eine Strecke, mein lieber Mann. Entweder habe ich mich dumm angestellt oder es lief halt so nichts. Ich glaube, das beste Rennen in Mexiko war mal ohne Frontflügel die Leute aufkalt und Neunter geworden bin. Ich glaube, Joker wird sich da auch ungern an das Rennen erinnern. Da ist er auch an mich rangescheppert. Oder besser gesagt, das war ganz dumm gelaufen, glaube ich. Weil ich da in Schlenkereien die Leute abwehrt habe und bist du dann angeschossen gekommen und ich habe dich nicht gesehen und habe dich mit Ja. weggekegelt. Bis zu dem Zeitpunkt, mir war zwar klar, dass ich gegen Jake zwar sowieso nicht gewinnen werde, oder Aber da habe ich dir, aber ich glaube habe ich, bis dann. dahin sehr gut, war halt nur noch bis so ein paar Sekunden hinter ihm die ganze Zeit im Regenrennen. Das Dann war war ich. ja, schön bis dahin. Dann war ich. Da warst du, glaube ich, 10 Sekunden dahinter, nachdem ich fertig war. Ja, dann danach musste ich erstmal in die Box fahren, vor allem. Da war Ja, da warst du sehr, sehr auch. schön. Die Folge gibt es ja bei mir zu sehen. Ich müsste jetzt aber gerade nicht auswendig, welche Nummer das war. Also, es hatte in dem Thumbnail ein Red Bull auf jeden Fall. Ich bin auch, glaube ich, ein solches Auto gefahren damals. Also war Joker leicht angepisst, kann ich mich noch erinnern. Gleich gucke ich mir die Folge demnächst mal wieder an. Also, Auch weil es das waren ja schon Klassiker. Österreich-Rennen da, oder? Und auch dann da im Mittelteil, denn da. Oh ja, oh Gott, Beißler! Bäm. Und dann, und ich glaube, ich neige mal dazu, dass ich dann noch irgendwelche, oh, ich habe die Entwicklungsbonis, irgendwelche schäbse Kommentare dann gebe oder mich so komisch entschuldige und oder auch nicht check, was da jetzt gerade los war. Ja, das war in Mexiko auf jeden Fall der Fall, wo du der nicht mitbekommen hast. Ja, da habe ich es ja erst gesehen, als du dann weggedreht warst. Aber Österreich, ja, da bin ich rausgerutscht und du so. Und da, oh Gott, Beißler! Und so, na, die Folge heißt sogar, oh Gott, Beißler. Also die kann man finden. Ja, das war. Und Valvo, ja, Platz 2, vielen Dank. Und da weiß noch Valvo so, Alter, hast du den da weggeräumt? Das Oder war. halt Kult, das sind auch so Kultklassiker, du. Österreich,
wo ich doch da von Anfang an da hinter dir denn da war und ich so hab, Angst naja, hatte, ja, gell? Ja, ja, ja. Und dann hast du die Chance, da das Ding zu gewinnen. Und ich mache einen Favre. Dieser Augenblick, ey. Das war auch geil. Ja, Valve und Jake haben da so einen Special-Moment gehabt. Die sind sich quasi ins Auto, die haben so Max und Lewis gemacht, sind sich ins Auto gefahren. Man könnte auch sagen, Senna Prost haben sie gemacht. Aber war nicht ganz so aggressiv. Stelle, auch in dem Mittelteil, so wie... Wie oh Gott Beißler, ja. Naja, ja, ja, das war ja auch da genau die Ecke. Es war aber eine andere Saison, glaube ich, ja, gewesen. Und ich führe dann und mache dann am Ausgang vom Infield den dummen Fahrfehler und du gewinnst das Ding. Und hätte ich mich da besser konzentriert auf das Infield, dann hätte ich wahrscheinlich das Rennen sogar gewonnen. Weil du hinterher dann gesagt hast, als ob ich dich da angegriffen hätte. Aber du hast da auch sehr gut die Psychospiele ausgepackt. Also waren schon Klassiker dabei. Die WM der guten Laune haben wir in Holland, glaube ich, schon mal angesprochen. Wo ich so rumgeschrien habe dort, weil mich da einer weggekachelt hat. Und dann war, glaube ich, das Rennen später Kanada, wo der Jake abgeräumt wurde. Und Valvo so sauer war, weil Jakes Auto nicht vom Spiel weggeräumt wurde. Und er dann da hing und ich an denen alle vorbeigefahren bin. Ah, da waren schon Kultmomente. Ich also die WM der guten Laune, die letzte, die große WM? Oder war das nein, nein, das war eine andere, das war eine 90er. Ja, da war aber der Anfang eher gute Laune, wo mich da einer, glaube im ersten Rennen Australien ja, weggeschossen. Und ja, ich so, jetzt räume ich einen weg und kam der Kenny aber ums Eck und das habe ich nicht vernommen. Und dann war das... Ich weiß, laut. Oh, Kenny, das wusste ich nicht, das wollte ich nicht. Ja, und dann war das zweite Rennen, da hatten wir ein Duell, wo ich doch schon, wie du ja auch gesagt hast, grenzwertig mehrfach rechts und links nach rüber gezogen bin. Wodurch ich dich gefragt habe, war es zu hart? Und du so, naja, da waren schon ein paar Dinger dabei. Und dann China, legendär, ich wollte doch nur drehen. Ich glaube, so habe ich die Folge dann auch genannt. Ich wollte doch nur drehen. Ach, rein war doch auch die Sache mit, wo du vorne halt dann vor der Konfi warst und wo nach dem Valvo denn so meinte, ach, Michi, du bist ja so weit vorne. Sei leise! War doch denn auch da. Sei leise jetzt! Ja, war ich auch da. Und China natürlich, der wieder Jake da kam. Was machst denn du? Ich weiß gar nicht mehr, gegen Gesamten, was er gesagt hätte. Was machst denn du für einen Scheiß hier? Und ich so, ich wollte doch nur drehen. Das war was dir auch gefallen hat, der Satz. Ja, ich wollte doch nur drehen. Du gesagt hast, wie so ein kleines Kind, was halt gerade irgendwie Scheiße gebaut hat und dann so kleinlaut. Ja, schon. Wollte doch nur mal drehen. Und Jake, Alter, wie kann man nur so blöd sein, war der Wortlaut. Wie kann man nur so blöd sein? Grüße an Jake. Muss halt warten. Ich wollte doch nur. Ich glaube, die Folge habe ich tatsächlich auch genannt. Ich wollte doch nur drehen. Ja. Ich glaube, das war auch der Folgentitel, weil das war dann immer gut für einen Folgentitel. Also eigentlich müsste man sich die ganzen, aber wenn ich mir jetzt da 1900 Videos durchgucke, und da müsste man aber eigentlich ein Best-of aus der letzten fast 10 Jahre zusammenschneiden. Also 8 Jahre sind es auf jeden Fall schon seit 2013. Dafür hättest du wirklich jedes Video, was hier irgendwie jeder von uns veröffentlicht hat, irgendwie mit Timesteps da. Das gab's aber damals noch nicht. Ja, aber in den Kommentaren halt, dass du dir halt das merkst und dann halt drunter schreibst, so wie der bei Valvo früher auch. Grüße! Sehr oft gemacht. Macht der Valvo auch ab und zu, hat der Valvo auch mal zeitlang bei uns gemacht. Ja. Aber das wäre ein riesen Best-of. Eigentlich müsste man sowas zum 10-jährigen YouTube, wenn es bis dahin Internet und wenn wir da noch leben, alle, müsste man das 2023 eigentlich machen, aber da müsste man schon nächstes Jahr anfangen damit, die ganze Videomaterialien durchzusortieren. Halt, viele weiß man ja noch, in welchen Spielen das und in welchen Seasons. Kennys Konzert bei Race 07 war auch so ein cool Ding. Das müssten wir bei Valvo finden. Das war, glaube ich, ja, erste und zweite auch. Folge. Ja, das hat er, glaube ich, auch so ziemlich schon so genannt. Und wie sowas war das da? Da war Steffi mal noch in der Konfi und der Kenny hat da auf seinem Ding geklimpert, auf seiner, Klavier-App oder was er da drauf hatte. Wie viele Runden fährst du jetzt noch? Ja, ich bin jetzt in der Runde Richtung Box. Ich habe das Programm abgeschlossen. Siehst du, wenn man Talk geht, sowas schnell. Oder halt auch jetzt hier bei dem
20er Riesen-WM da in Singapur zwischen Jake und Valvo wird ja dann. Ja, die haben diese Fehde da. Sei du mal leise! Ja, das wäre. Alle anfangen. Was Jake. Du schon für Moves gerissen hast, also. Ja, dann, wer hat wen okay, jetzt ja. hier abgeschossen? Und dann wolltest du, glaube ich, irgendwas Lockeres reinbringen und ich habe dann ja, noch ich irgendwas. Ich hab mich dann an die Schüsse und du hast mich dann zurückgeschissen, naja. Da war wieder so ein bisschen zu. Da wollten wir das dann spielen, aber irgendwie sind die nicht ganz drauf eingestiegen am ja, Anfang und später dann ja. Doch, das war aber zu dem Punkt schon, wo denn, glaube ich, dann mit der letzten Runde oder vorletzten Runde war, wo es dann schon wieder ein bisschen besser war. Aber es hat sich dann auch noch über das nächste Rennen, ich weiß nicht, was danach kam, war Japan? Ja, war Japan, glaube ich. Wo dann nochmal so ein bisschen nochmal aufgedingst wurde, aber. Ja, da wurde Valvo gleich abgeschossen von einem. Ah, diese Maxi-WM war auch cool, am geilsten Fall. Oh Gott, oh, da ist die Box, ich wäre fast eine Runde weitergefahren. Da bin ich aber gerade noch rein, da war die Boxenwand und die Strecke, ich wäre fast weitergefahren. Da haben wir es aber gerade noch. Ich wollte gerade sagen, auch cool, im positiven Sinne war auch cool, dieser Doppelsieg, den wir da hatten, mit unseren zwei Sechser-Renaults, wo du die Abschirmung gemacht hast, wo einfach Glück war, dass Jake und Valvo so weit hinten waren und Kenny mit ihren besseren Autos und du dann so die Abschirmung gemacht hast, dass ich dann da in dem Renault das Rennen gewinnen kann. War aber auch ja, viel Glück diesem, dabei. Es war toll, dass es so geklappt hat, aber ich hätte mich natürlich auch wahnsinnig gefreut, wenn die Situation so gewesen wäre und der Rest der Konfi wäre hinter mir gewesen, weil ich hätte wahrscheinlich tatsächlich mal drauf ankommen lassen, ob da dann nicht mal in dem Augenblick den einen oder anderen versucht abzuräumen. Das Ding da irgendwie, wups. Ja, man hat ja, glaube ich, auch gesehen, letzte Runde oh. ging ein bisschen die Muffe, da waren ein paar Fahrfehler drin, aber trotzdem. Können wir beenden. Trotzdem habe ich in der ganzen 5 Runde, wir haben insgesamt 4 Dinger gewonnen. Ja, also die Trainingszeiten lasse drauf schließen, dass es einen guten Startplatz gibt und hoffentlich, die erste Kurve muss man beim Start aufpassen. Da lieber dann nochmal 2 Plätze verliere wie Frontflügel ab. Gerade Monza, weil da rechne ich mir jetzt was aus. Haben die KI mitspielt und alles, musst du auch wieder bedenken. Die Starts sind halt Teil 2. Also ich erinnere mich an den 18er, wie die online, das war ja übel, wie sie da gestartet sind. So, was habe ich denn jetzt hier eigentlich an? 1200. Was hab ich denn hier mittlerweile? Ach, immer noch meine 890. Damit kann ich nichts machen. Aber ich habe ja noch ein großes Teil in der Entwicklung. Schnellen Training hier das abzuschließen, dann kriegen wir auch wieder ein paar Punkte. Er wartet auf mich, der Joker. Was hast du jetzt ausgewählt? Schnelle Trainings. So, da muss ich jetzt hier noch Benzinmanagement, die Ressourcenpoints. Von der Zeit her kann ich mir das erlauben. Aber bei Visa auch 100% Erfolgschance muss nicht immer klappen. In dem Fall hat es geklappt. Ich habe meins auch abgeschlossen. 70% Erfolgschance. Fehlgeschlagen! Nein! Dann mache ich mal die 50% Erfolgschance. Vielleicht klappt die besser. Fehlgeschlagen! Nein! Nicht nochmal? 70% zur Auswahl? Ja, habe ich nochmal. Probiere ich jetzt auch nochmal. Jetzt habe ich es geschafft. Okay. Dann habe ich da alles abgeschlossen und da werde ich wohl nicht mehr alles schaffen. Da habe ich die 25% Erfolgschance und hoffe, dass die klappt. Nein, schade. Schade. Aber ja, ist halt so. Dann mache ich mal beenden, weil ich habe nur noch 1:06 auf der Uhr. Wie viel hast du? Ja, ich bin schon. Ich habe schon beendet. Okay, dann kann ich auch. Weil da muss man aufpassen, dass man nicht da irgendwo falsch trägt. Sonst kann ich das Spiel beenden. Da fliegt man aus der Session. Das ist dir und Kenny passiert am Anfang. Ich war einmal zu viel gedruckt. 600 und 400. Macht wieder 800 neue. 2100, ja, das läuft doch gut. Aber wir sammeln jetzt ein bisschen. Weil jetzt werden die Teile ja auch nicht billiger. Na, jetzt müssen ja die großen Teile gemacht werden. Der Arthur Leclerc.
Was hat denn der David Schumacher eigentlich gerissen in der Formel 3 jetzt? Ich glaube, immer hat er gewonnen gehabt. Na, der hätte jetzt, glaube ich, schon zwei oder dreimal gewonnen. Mittlerweile. Der scheint ja jetzt auch angekommen zu sein in der Formel 3. In Siegmäßig auf jeden Fall, aber. Und zwar Österreicher da und dann hat er danach nochmal irgendwas gewonnen. Guck, der Arthur ist Jahrgang 2000. Der Leclerc, glaube ich, 97er. Aber gespannt, das glaube ich, bisher das einzigste Brüderpaar war tatsächlich die Schumachers, Ralf und Michael. Wäre dann erst das zweite, wenn der Arthur Leclerc auch so weit kommt in die F1. Ja. Und dann weiß man ja auch nie, ist der nachher besser als der Charles? Weil der Ralf stand ja schon im Schatten von dem von Michael, das muss man schon sagen. Es kann ja auch mal andersrum sein, wie du jetzt meinst. Nachher kommt der David und ist besser wie der Mick. Weiß, was dann ist. Edition des Ladeluftkühlers noch in die Entwicklung geschickt. Ich guck mal, was ich noch in der Entwicklung schicken kann. Beim Chassis. Mir werden immer viele Chassis-Teile empfohlen. Ja. Bei mir ist vor allem der Chassis, sind wir, glaube ich, gerade vorletzter. Wir haben jetzt gut aufgeholt. Ach, mir wird wahrscheinlich Chassis empfohlen, weil das den größten Sprung machen kann. Oh, ein massiver Sprung an Aston Martin und McLaren vorbei. Das will ich mal auf die Schnellentwicklung setzen. Da habe ich jetzt zwar alle Ressourcenpunkte. Oh, und wenn das klappt, dann sind wir schon dran an Red Bull. Wenn das klappt. Das weiß man ja nicht. So, dann Joker wartet auf mich. Können wir ins BQ gehen? Da habe ich wieder zwei riesen Teile in der Entwicklung. Naja, ich habe mit Ferrari noch was vor. Ist ja noch nicht abgeschlossen. Große Pläne. Ja. McLaren wäre vielleicht im Karrieremodus auch mal noch was. Aber erst, wenn ich mit Ferrari was erreicht habe. Der Montoya-Helm, der sieht wirklich aus wie Montoya. Ich habe ja jetzt hier auch vor kurzem aus Italien ersteigert ein Helmmodell 1:5 von Juan Pablo Montoya aus dem Jahr 2003, Joker. Das war seine beste Saison, da ist sogar ein Heft dabei. Ist zwar auf Italienisch das Heft, aber da ist die Saisonstatistik. Der war 2003 richtig stark, der Montoya. Zwei Siege zwar nur, aber viele zweite, dritte und vierte Plätze. Deswegen hat er da auch lang um die WM fahren können. Letztendlich dann hat es nicht geklappt, aber der war ziemlich stark, 2-3 Montoya. Auch schön mit Hintergrund. Ist halt alles auf Italienisch gewesen, aber schön die Saisonstatistik und alles in dem Magazin drin gewesen. Und der Helm war schön, schönes Design, der steht jetzt hier auf dem Schreibtisch. Und daneben steht der 2-6er Renault. Joker hat ja nur sich, das können wir ja sagen, ein Ayrton Senna Modellcode von 88. Weltmeister Edition, wo dann glaube ich die Rennsiege und der Rennkalender von 88 drin ist, gell, in der Hülle. Mhm. Wo hast du das denn hingestellt, Joker? Und hast du es auch aufgeklappt? Ja, unterhalb vom Fernseher. Hat es gerade reingepasst, oder wie? Ja. Aber es gibt noch einige Sachen, was ich jetzt auch mal wegschmeißen müsste, was da noch so rum. Du müsstest dir mal noch eins vom Heinz Harald besorgen, so ein Modell. Ja, aber die sind schwer zu bekommen, je nachdem, was du willst. Also ich hatte ja auch die Jordans und die Williams sind vor allem mittlerweile sehr schwer zu bekommen. Aber ich werde sie dir nicht verkaufen, meine Modelle, Joker. Die bleiben schön in meinem Museum. Es ist ja eh schon fast ein Museum, mein Zimmer bald. Dann kannst du Eintritt verlangen. Kann ich eine neue Marktlücke aufmachen? Ja, da musst du aber bald noch so ein Bodyguard oder der Zeug schützt, weil wir nicht, wer denn da was klauen könnte. Boah, zwar nur 9. hinter Leclerc, der hat mich leider gebügelt. Joker mal wieder die zweite oder dritte Pole im Haas. Aber bügeln würde ich das auch nicht nennen. Hat der Leclerc da. Ist knapp. Wir sind aber auf einer Höhe. Red Bull ja stark, überraschend. Die sind doch bisher in den Karrieremodus eher scheiße gewesen, Red Bull, oder? Ja. Unterdurchschnittlich könnte man es auch nennen. Aber die Rivalität verliere ich natürlich gegen den Joker. Ich weiß auch nicht, wer auf die Idee kam, mich mit dem Joker zu messen. Wahrscheinlich wollte sie unbedingt, ja, Beißler und Joker, die müssen wir gegeneinander fahren lassen.
Denke ich auch. Ich kann die Rivalität nur schaffen, indem ich dich in der ersten Kurve rausschicke und dann das Rennen gewinne. Wenn ich jetzt so einen Max-Move mit dir mache und dann überlebe und das Rennen gewinne. Aber wenn ich sowas machen würde, ich weiß, das endet genauso wie beim Max. Passt ja, das Italien-Rennen war ja respektive heute, respektive gestern. Joker, wir können ja mal kurz was über das Rennen sagen. Wie fandest du es? Ich fand es eigentlich, oh, 3% Regen, ich glaube, da wird es nicht. Da müssen wir keine Angst haben, dass wir das Rennen nicht starten. Weil wir wissen ja, wenn es regnet, fahren die ja nicht mehr. Mal gucken, ob das auch noch ins F1 reinkommt, sowas. Rote Flagge und 3 Stunden Counter, der dann runterläuft. Ja, das glaube ich eher nicht. Ja, das würden die E-Sportler dann auch nicht machen, weil das wäre ja lächerlich. Aber Joker, Monza Grand Prix, wie fandst du das Rennen? Ich fand es eigentlich sehr gut. Mal eins der wenige gute Rennen. Vor allem Max mit seinem Todesmove gegen Lewis. Bleibt auf jeden Fall noch eher im Gedächtnis als ja, viele andere Sachen. Belgien bleibt auch im Gedächtnis, weil da wurde nur 3 Runden gefahren. Nicht in meinem Gedächtnis. Und Nikita Mazepin hat eine schnellste Runde. Bergmann! Die wurde aber nicht. Gasly. Die schnellste Runde. Was wurde? Die wurde nicht anerkannt, die schnellste Runde. Oh, hat er die doch nicht in der Statistik, der Mazepin? Ja. Oh. Haben sie das gesagt, dass das nicht zählt? Das ja, und gut. Das ist auch bei Wikipedia-Eintrag dann verschwunden. Oder annulliert. Das ist aber schade. Ja. Also wenn sie das machen, dann sollen sie auch die ganzen Punkte da wegnehmen. Dann hat auch keiner da Punkte verdient, ihr habt ganz ehrlich. Ja, das ist natürlich halt auch schon wieder, ja, was soll denn der Quatsch? Aber das hat ein Arbeitskollege von mir auch gesagt, also für das Rennen hätte sie aber keine Punkte verdient gehabt. Das hätte ich komplett aus dem Rennkalender annulliert, so ein Rennen. Das ist doch scheiße. 3 Runden, er hat mal reingezappt, dann ist nichts passiert und dann ist er noch irgendwo weggegangen. Mit dem Bruder und kam heim und dann die auch. Und dann kam er heim und hat gehört, dass sie 3 Runden gefahren sind, dass es gezählt hat. Und hat gesagt, das war lächerlich sowas. Also das Rennen hätte er aus dem Kalender gestrichen. Das hätte er komplett annulliert. Also dafür hätte man keine Punkte vergeben dürfen. Da ist mir jetzt einer rangefahren. Wer auch immer das war. Ich glaube, ich habe es überlebt. Hamilton ist nicht mehr unter den ersten. Also ich habe nur gesehen, dass da einer an mich rangefahren ist und ich bin in die Wand. Ich weiß aber jetzt nicht, ob ich einen Frontflügelschaden habe. Ich muss mal das Auto... Scheiße, da ist keine Gerade zum richtig das umstellen, weil die wechseln mir doch den Flügel dann wieder. Einige zurückgefallen. Oh doch, da ist eine Endplatte gelb. Eieiei. Welche Sau auch immer mir da reingefahren ist. Seid ihr bewusst, dass wir ab sofort einen Leistungsverlust bemerken werden? Oh Gott, die hole mich jetzt da ein, aber so schlecht fährt doch das Auto noch gar nicht. Oh Jesus Gott. Vielen Dank auch immer an das Arschloch, wer mir da reingefahren ist. Ich habe eine leicht gelbe Endplatte, die wollen mich jetzt schon die Box holen, will ich aber nicht. Wenn du noch fahren lässt. Zu Noda muss an die Box. Also ich habe jetzt nicht über Probleme, werde aber nur durchgereicht, komischerweise. Ich habe mal jetzt die Frontflügelreparaturen. Oh, jetzt muss ich aufpassen, Verwarnung, Kurve geschnitten. Sonst kriege ich da noch eine Zeitstrafe à la Kanada. Weil ich bin dann außen hin und wollte dann schon vorbereitet zum Abbremsen, weißt du, um dann hinter die mich einzusortieren und dann ist mir einer ans Rad gefahren. Natürlich habe ich nicht erkannt, wer es war. Wenn du sagst, Hamilton ist rausgefallen, vielleicht liegt es nahe, dass er es war. Aber ich kann es dir nicht sagen. Der ist halt jetzt überhaupt nicht zu sehen, der Hamilton. Es eiern jetzt auch einige im Feld hinterher. Ich glaube, er ist noch hinter Norris. Also ich glaube, Hamilton ist 6. Bottas ist 4.
Ich werde jetzt halt hier vom Fernando bedrängt. Der will mich jetzt hier massiv überholen, der Fernando. Und es kommt ja bald die Rechtsschutzversicherung wieder. DAS. Nein, Fernando, du hast jetzt keine Lust, mich zu überholen. Och Mann, Fernando. Hamilton jetzt auf der 5? Oder Norris? Oder Werner? Oder was? Oder wie? Und Norris hält sich auf der 5. Gasly und Stroll vor mir. Also ich habe noch das Gefühl, dass ich eigentlich trotzdem noch an die rankommen kann. Jetzt hat der Alonso nämlich abreisen lassen. Das ist schon ärgerlich jetzt bei dem Start, das muss man schon sagen. Verstappen an Perez vorbei. Perez wieder an Verstappen vorbei. Die schenken sie auch nichts. Ich krieg jetzt gleich wieder die Rechtsschutzversicherung. Hoffe ich doch. Ja, da war es Tönle, da geht das Flügel schon auf. Aber ich bin leider. Oh, Perez Bottas. Und Verstappen jetzt vier. Ich habe vor mir Stroll, Gasly und einen McLaren, den ich den Namen nicht lesen kann. Könnte Ricciardo sein, zwar ein längerer Name. Sollte mich auf die Strecke konzentrieren. Ja, das tue ich schon nicht, deswegen konnte ich auch nicht alle Namen lesen. So, hinter mir jetzt Perez, Bottas, Verstappen und Hamilton, Norris ganz weg. Es droht mir wieder so ein ähnliches wie wieder nach einem guten Rennen, wieder zwei schlechte. Nach dem Sieg in Österreich zwei Mistrennen, jetzt nach dem fünften Platz in Spa wieder zwei. Ich weiß nicht, was besser für dich wäre. Ich bin jetzt auch halt am Überlegen, früher reinzukommen und Frontflügel zu tauschen. Weil die Reifen sollten hier nicht unbedingt so viel Problem ausmachen. Ne, die Reifen sind nicht mein Problem. Aber umso länger das dauert und du den Boxenstopp jetzt natürlich und so weiter, kannst du nachher nicht mehr aufholen, Ludwig. Bottas jetzt weiter, ich krieg die Krise. Boxenstopp! Ach, der Idiot hört mir aber wieder nicht zu. Ja, wenn du ihr anzeigst, die Linie, dann wollen sie sich ja Ehren holen. Das ist ja eh, ja, ob du da sagst oder... Die Linie wird mir angezeigt in die Box. Und ich werde es jetzt auch tun. Boxenstopp, du Depp! Ach, fick dich doch ins Knie, Chef. Komm hier einfach so rein. Fick dich ins Knie! Ach, danke, dass der Alonso will mich ficken, okay. Ich habe ihm nur gesagt, fick dich ins Knie. Und er sagt, Alonso ist hinter dir. Ach, schön. Ich wusste gar nicht, dass Alonso homosexuell ist. Danke, Chef. Ach, den kannst du doch auch in die Tonne treten. Den müsste man auch umeditieren können und müsste man dann so ein, weiß ich was, für eine Stimme reinmachen, so eine Batman-Stimme oder so irgendwas. Ja, toll, dann ist ja Batman versaut. Ich gehe jetzt in die Box. Weil du hast schon recht. Lass mir schön den Flügel wechseln und hoff, dass ich mit den Medium-Reifen aufholen kann. Ist ja fast schon der reguläre Stopp, was du jetzt machst. Ich glaube, Verwarnung, Streckenbegrenzung. Ja, einmal, aber ich glaube, beim dritten Mal gibt es erst die Zeitstrafe. So, da gibt es jetzt eine neue 97er-Nase hier drauf. Ich habe das Gefühl, dass die Red Bull noch sich ordentlich ankacken. 8,7 8,7 Standzeit trotz Nasenwechsel. Okay. Was muss Ferrari ja können. P17.
Aber wenn die da alle jetzt so aufgefädelt an der Perlenschnur rumfahren, vielleicht ist da noch was möglich. Also mein Ziel heißt jetzt Punkte. Vom Podest brauchen wir nicht mehr reden heute. Wenn der Start besser gelaufen wäre, hätte man davon reden können. Aber für mich heißt jetzt einfach, ja, fährt doch jetzt schon ein bisschen besser jetzt in der Kurve. Aber vielleicht noch eine Runde früher wäre es vielleicht auch gut gewesen. Aber mal gucken. Ist ja noch nicht alles vorbei. Ich komme schon wieder an einige dran, laut Streckekarte. Und die müssen ja viele noch in die Box, denke ich mal. Unter anderem dieser Bad Joker. Aber der kann ja nicht mein Ziel sein, der ist ja weit weg. Eigentlich müsste ich ja vor dir sein wegen der Rivalität. Aber das wird wohl heute nichts mehr. Schade, schade. Oh, jetzt ist Hamilton schon an Verstappen vorbei. Eieieiei. Dass der sich auch nicht mehr kaputt gemacht hat bei der Aktion. Ja, ich weiß ja nicht, ob er da Ob er es wirklich, ob er es war oder ob. Ich weiß ja halt auch nicht, wer es war. Wenn es vielleicht Tsunoda oder irgendeiner war, der vorhin an der Box war? Kann auch sein, es waren mehrere an der Box. Könnte auch er gewesen sein. Wie gesagt, ich hab's nicht erkannt. Regulär war mein Stopp sogar, glaube ich, erst für Runde 9 geplant gewesen. In der Strategie hatte ich das sogar noch eingestellt gehabt. Aber jetzt ist Runde 5 und je früher, desto besser, weil jetzt noch die Chance habe aufzuholen. Jetzt habe ich aber gerade in der Schikane de la Rocha einen kleinen Fahrfehler drin gehabt. Aber da. Ja, Ocon muss aber da auch noch irgendwo beteiligt gewesen sein. So, Teamkollege an der Box. Ja, den werde ich auch nicht überholen können, glaube ich. Die fahren alle noch weiter momentan. Leclerc und Alonso hinter mir an der Box. Freie Fahrt auf der 9 komme ich raus. Russell an der Box, Fernando an der Box. Ne, Fernando war an der Box. Der hat jetzt natürlich die Platzierung erst einmal gewonnen. Aber die Schikane habe ich jetzt schlecht angefahren. Roller an der Box, Hamilton an der Box, Ricciardo an der Box, Verstappen. Ja, das sehe ich nur auf der Streckenkarte, wie sie da jetzt stehen. Also langsam holen wir auf die alle nochmal auf. Ja, die sind doch, glaube ich, wann haben sie nach einer Runde vorne zumindest die zu lange draußen blieben. Und alle, die jetzt natürlich die zweiten sind, Bottas und Perez, noch eine zweite Runde zu lang. Die jetzt noch vor dir fahren, oder wie? Fuck. Naja, das war's für mich. Bist du rausgeflogen jetzt? Lesbos. Oh Gott. Gelbe Flagge und ich vermute, das ist der Joker. Ja, Lesbos 1 verkackt, hab mich gedreht, hab ihn ewig gebraucht, bis ich wieder rumkomme. Bin jetzt hinter Hamilton und Verstappen auf der 7. Vor Leclerc. Also kein Joker-Sieg für Haas heute.
Das möchte ich noch nicht sagen. Obwohl das Feld ist laut Streckenkarte ist das Feld jetzt aber zusammengerückt so ein bisschen. Jetzt gehen die, wo du angesprochen hast, an Box. Ja. Da aber durch deinen Dreher könnten sie profitiert haben. Hamilton ist auf jeden Fall in Führung vor. Ich denke mal, Bottas und Perez werden weiter hinten rauskommen. Mhm. Mal gucken, ob wir sie noch abfangen. Obwohl. Oh, shitty fuck. Oh, shit. Da geht noch jemand an die Box vor mir. Giovinazzi. Irgendein Problem gibt es jetzt bei mir am Auto wieder. Harris und Bottas doch noch vorne geblieben, aber Hamilton ist nah dran an einen von denen. Ach, mein EAS ist kaputt. Na, das ist natürlich schlecht. Da verliere ich ja Leistung. Da vor mir wären die Punkteplätze noch. Stroll, Alonso. Da geht's um Platz 10. Es wäre auch schon super, wenn ich den noch schaffe würde. Mehr ist da, glaube ich, heute nicht mehr drin. Mach ich, ey. Mann. Haben die jetzt für ein Speed drauf? Ist ja Wahnsinn. Jetzt geht's EAS wieder, jetzt ist es wieder aktiviert. Ja, mit dem Sieg habe ich nichts zu tun. Mit dem Sieg habe ich nicht mehr zu tun. Ich auch höchstens nur noch mit P10. Fernando ist sehr langsam. Start und Ziel. Fernando will mich hier schon ein bisschen in die Mauer drücken. Fernando, du weißt, das macht man mit Michael Beißler aber nicht so gern, weil der kann das auch. Oh, Gasly und Stroll vor mir. Geht's jetzt um Platz 9 sogar noch. Und da haben wir noch 2,5 Runden, also die könnte ich noch schaffen. Oh Gott, ist der Gasly lahm. Er hat ja ein echtes Rennen leider nicht starten können, gell? Ah, doch, der ist gefahren eine Runde, der Tsunoda hätte nicht starten können. Aber dem haben sie doch auch wieder wegen Track Limit doch in dem eine Q1 haben sie doch noch die Zeit aberkannt. Da ist er noch rausgefallen aus der Qualifikation. Nein, nein, oh. Fast Auto verloren. Jetzt ist der Fernando vorbei, nein. Was ist denn das davon, wenn du hinten an meinen Arsch ranfährst? Alter! Danke, danke Norris, du Drecksau! Wo ist der Fernando? Ich sehe ihn nicht, der ist neben mir. Oh, ist das bitter. Oh, Norris! Fährt da vor mir, Alter, und für ein halbe Frontflügel weg. Oh nein. Da stand der Norris quer in der ersten Schikane. Ja, er hat mich abgeschossen gehabt. Ja, jetzt ist natürlich die Endplatte halber weg. Aber Gasly ist da ebenfalls hängen geblieben gerade. Was ist mit der KI schon wieder los? Nein, oh, nicht schon. Ja, das frage ich mich bei Pierre Gasly auch. Was macht denn der Fernando? Jetzt wird spannend zwischen euch. Alter, ist das ein hartes Battle. Oh Gott, ich habe auch keinen Platz auszuweichen zwischen euch. Oh, schaffe ich das? Ich habe, glaube ich, Fernando und Gasly gekriegt. Aber das war haariges Ding, da war kein Platz. Aber der Norris stand jetzt so genial. Ich bin erst der Gasly drauf und dann konnte ich nicht ausweichen und bin ich drauf, hab mir wieder Endplatte abgerissen. Und dadurch ist der Stroll jetzt leider entglitten. Aber also Gasly. Dirty Air gibt's in dem Spiel irgendwie nicht, habe ich das Gefühl.
Und der Gasly hat auch irgendwas kaputt, denn da ist der Alonso, der hat erst an die Box. Aber das sehe ich nicht ein, jetzt an die Box zu gehen. Zwei Punkte will ich jetzt schon noch mitnehmen. Ich werde mich jetzt gegen der Fernando verteidigen. Ist eh schon die. Oh je, Joker gegen Charlie. Kämpfst da mit meinem Teamkollege, halt ihn auf. Ich hab ein Frontflügel, ist halt auch gäbe. Bei dir? Achso, du bist dauernd den Norris rangescheppert. Nein, ja, nein, der nein, hat mich, nein. Der hat mich hinten einen Tropfen am Reifen, ich bin in die Mauer geknallt. Hab's Auto fast in der Della Roccia-Schikane verloren. Alter, was machst du, Leclerc? Du siehst doch, dass links frei ist. Warum fährst du mir da hinten wieder in die Karre rein? Was machst du mit der KI kaputt? Was haben sie denn das schon wieder verkehrt gemacht? Und jetzt habe ich nur noch einen WM-Punkt. Die dreht ja wieder vollkommen frei hier. Haben sie in Holland schon? Ja, grüß nicht. Haben sie die entweder seit irgendeinem Update wieder stärker gemacht? Aggressiver? Tödlicher? Bottas gewinnt das Rennen. Alonso ist mir jetzt entglitten. Jetzt wird's halt ein. Nein, Leclerc, tu's nicht! Boah. Immerhin wird's jetzt wieder ein WM-Punkt, aber es hätte auch zwei sein können oder mehr. Ja, den Sieg hat Gregor weggehauen, aber als dann Verstappen vorbeigeschossen kam und Norris meinte, er muss vor der ersten Kurve an mich ranfahren, ja, Kimi hier ist aufkommen. Alter, da kriegst du die Kratze hier. Boah, das Rennen war auch. Das musst du mir mal gleich zeigen, glaube ich, was da war. Alter. Das Battle war auch heftig mit dem Alonso Gasly und da hatte ich keinen Platz und bin irgendwie außer an denen vorbeigekommen. Aber das Auto lag jetzt auch nicht mehr so gut, nachdem das mit dem Norris war. Der stand da erst der Gasly, der da drauf gefahren ist, der mir im Weg stand und dann wollte ich ausweichen und da war der Norris da gestanden. Und dann hatte ich noch einen Fahrfehler gemacht in der Della Roccia-Schikane und da ist der Alonso vorbei. Mit dem kaputten Frontflügel hatte ich keine Chance mehr, den noch zu kriegen wieder in der letzten Runde. Schade. Jetzt einen guten Vorsprung. Wird der Bottas hier in so einer Zweispielerkarriere Weltmeister und sonst blickt das nicht. Ja, der ist ja generell im Spiel overpowered. Ja, Perez ist auch anscheinend besser als Verstappen. So was ich so bei euch gehört habe, bei dir und Jake, ist der hier ja auch besser. Ja, in der Karriere hat er halt unter anderem durch zweimal gewonnen, wo ich ziemlich viel mitgeholfen habe, dass die anderen halt weggekickelt waren. Aber ich finde halt, die Red Bull ist hier halt sehr weit hinterher. Guter Leclerc ist jetzt noch 30 Punkte vor mir, noch 30 Punkte hinter mir in der WM, aber trotzdem. Also, schön, der Start besser gelaufen wäre, vielleicht wäre da auch ein Top 5 drin gewesen, aber zumindest der 9. Ja, ich sag mal, wenn der Norris nicht gewesen wäre, wäre es vielleicht sogar bis Platz 8 oder vielleicht hätte ich sogar noch Leclerc gekriegt, Platz 7. Aber dem Norris und dem angeknacksten Flügel war ich jetzt eigentlich froh, dass es überhaupt Punkte gab. Ja, geht, hab mir aber ein bisschen mehr erhofft für Monza. Jetzt unglücklich gelaufen, aber ich glaube auch in Russland könnte noch was gehen. Ja, viele Punkte habe ich jetzt liegen lassen, sowohl in Holland, da war was drin, als jetzt auch hier. Wir sollten uns auf Upgrades für das Triebwerk konzentrieren, dann würden solche Fehler in Zukunft wahrscheinlich seltener auftreten. Oh. Upgrades für das Triebwerk, aha, weil mein ERS kaputt war. Ja, stimmt, was ERS kaputt war, ist natürlich auch keine Hilfe. Aber ich kann im Moment jetzt nichts machen mit dem Triebwerk. Achso, hier muss ich ja drauf gehen. Da gibt es ja im Moment nichts, was ich machen kann. Na, hier gäbe es was man noch machen könnte. Das haben wir noch nicht verfügbar. Wie sieht denn der aktive Verlauf aus? Ja, wieder weit weg von Red Bull und Co. Die Saisonergebnisse, die sind ja auch super. Dritter, 20. Obwohl Spanien verstehe ich nicht, warum 20. Da müsste eigentlich. Obwohl Holland wird auch als 20. Okay, die schreiben da nicht mehr DNF hin, weil bei den Vorgängerteilen haben sie dann DNF hingeschrieben.
Jetzt ist es halt dann ein 20. Platz. Das ist aber auch dämlich. Das steht halt dann in der Saisonergebnisse steht halt dann. Ja, ich bin ja hier in dem Saisonverlauf. Achso, Saisonergebnis ja. In der Rangliste meinst du da? Da steht DNF. Das ist bei dem Aklau. Dritter DNF, 19. Dritter, Erster, ja. Ja, wenigstens der eine Sieg, der mir gelungen ist. 15., 19., 5., DNF, 10. Also immer nach einem sehr guten Rennen war dann wieder Mischdinger dabei. Ja, Holland war klar, aber Italien war jetzt enttäuschend. Ja, Russland, USA wird noch eine Strecke sein, wo gut, Brasilien. Ja, Australien weiß ich auch noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Machen wir mal hier noch Vorspule. Bis zum nächsten Grand Prix und dann können wir hier schön Feierabend machen. Oh, da ist eine F&E fehlgeschlagen. Oh. Dafür eine andere wieder. Es sollten eigentlich neue Entwicklungen reinkommen, aber einige davon haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Ja, das... Wir müssen dem Team über den F&E-Bildschirm sagen, was neu entwickelt werden soll. Das habe ich gesehen. Das hat geklappt hier. Ach, die Monocoque-Struktur ist gescheitert. Die war bei, hier. Muss ich noch einmal 900 Ressourcen. Das ist auch immer sehr teuer, dass das dann die Nachentwicklung noch einmal so viel kostet. Aber gut, was willst du machen? Ist halt jetzt leider so. Leider habe ich jetzt in der Entwicklung. Kann jetzt aber dadurch leider nichts mehr machen. Deswegen ist, glaube ich, auch dieses Ressourcenpunkte, dieses Sammeln auch immer, glaube ich, gut. Für den Fall, dass eben auch sowas passiert. Aber wir müssen jetzt halt sowieso gucken. Ich weiß halt nicht, wann hier wieder das mit den Regeländerungen, wenn das kommt, müsste nämlich jetzt auch noch irgendwann anstehen. Ja, wir sind schon beim 11. von 16 und danach wären es auch nur noch 5, glaube ich. Da muss man ja mal kicken, hat man so an Punkte sammelt, damit man das ja dann gleich dann. Ja, ich denke, jetzt sollte man dann schon, wenn ich so mein F&E gucke, wir haben jetzt noch ein weiteres Teil, das ich jetzt nochmal neu entwickeln muss mit einem großen Effekt. Da könnte man nochmal an Aston Martin und McLaren rankommen. Aber auch Alpine ist nicht mehr so weit weg. Ja, schauen wir mal, wo uns das dann hinspült. Das. Bin ich auch gespannt, wo es uns hinspielt. Also Joker Haas ist zweitschlechtestes Team nur. Also für dich Wechseloptionen, entweder Haas bleibe oder Williams, weil du willst ja nicht zu größere Teams. Jo. Also das wird auch interessant. Dann beim fünftletzten Rennen unserer Saison in Sochi. Eine Strecke, die ich mir auch was ausrechne. Aber das werden wir mal sehen. Ich sag schon mal, danke euch fürs Zugucken. Danke dem Joker fürs Dabeisein. Danke auch. Danke dem Kenny fürs Dabeisein. Danke auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal beim Großen Preis von Russland. Und dann sage ich mal, keep racing, auf Wiederlorge und bis zum nächsten Mal. Tschüss und Arrivederci. Tschüssikowski.